Servus zusammen, Joris, GSP Airsoft hier. Heute präsentiere ich euch das S&T ST338 Sniper Rifle. Kommt tut das Ganze von Begardi und kostet dort 349 Euro. Link natürlich unten in der Videobeschreibung. Ja, wir haben heute drei Sachen, die ich gerne mit euch abarbeiten würde. Erstens natürlich das stinknormale Review. Zweitens der Schusstest, der folgt übrigens ganz am Ende des Videos. Und als drittes die Unterschiede zum AW338 von Ares, da das wirklich einige interessiert hat. Und da dachte ich mir, komm, machen wir doch dazu extra einen ganz kleinen Part hier im Video. Dann würde ich sagen, kommen wir als erstes wie immer zu den technischen Daten. Die technischen Daten lauten wie folgt. Hersteller S&T Smart Team. Importiert wird das Ganze natürlich von Begardi. System haben wir hier Einzelschuss Federrepetierer mit einstellbarem Hop-Up. Die Energie liegt laut Herstellerangaben bei 1,55 Joule. Die Gesamtlänge ca. 1000 mm, im ausgeklappten Zustand 1220 mm. Die Lauflänge beträgt hier 490 mm bei einem Gesamtgewicht von 5150 Gramm. Jetzt zum Lieferumfang und zu den Metall- und Plastikparts. Geliefert bekommt ihr das Ganze in einem Stück, bedeutet, ihr müsst nicht erst den Lauf und die Trigger-Unit zusammen mit dem Body verschrauben. Das Ganze ist lediglich mit dem Klappschaft hier im Karton drinne. Im Lieferumfang enthalten, vorne Bipod, müsst ihr natürlich noch draufstecken, alles easy. Hinten natürlich auch noch der Monopod, der befindet sich natürlich schon hinten am Schaft dranne. Den müsst ihr nicht erst reinstecken oder dran schrauben. Außerdem dabei natürlich das Magazin und oben die Aufnahme für euer Zielfernrohr. Hierbei 11 mm. Zu den Metall- und Plastikparts. Wir haben einen Oliven-Polymer-Body, Wangauflage hinten in schwarz gehalten, natürlich aus Kunststoff. Hinten Schulterstütze, am Ende gummiert, dazwischen Kunststoff. Und das war's auch zu den Kunststoffteilen. Jetzt zu den Metallparts. Haben wir hinten den Monopod aus Metall gefertigt. Vorne der Bipod natürlich auch aus Metall gefertigt. Genauso wie Scharnier zum Einklappen des Schafts, zum Body hin natürlich auch aus Metall. Genauso wie die Slingaufnahmen. Die müssen natürlich auch einiges aushalten. Ja, Innenlauf, Außenlauf. Genauso wie die Montage zum Zielfernrohr und das Magazin. Abzug natürlich auch komplett aus Metall gefertigt. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Magazin. Schauen wir uns das ein bisschen genauer an. Das Magazin ist komplett Metall und überzeugt durch wirklich saubere Verarbeitung. Befüllen tut ihr das Magazin klassisch mit einem Speedloader. Ersatzmagazine gibt es bei Begardi für 29,90 Euro. Reingehen tun 45 Kugeln. Jetzt zu einer Sache, die S&T meiner Meinung nach nicht so gut umgesetzt hat. Und zwar ist das das sogenannte Kugeldepot. Ich habe dem Ganzen jetzt den Namen gegeben. Und zwar handelt es sich um Folgendes. Ihr bekommt die Waffe, Magazin, erstmal befüllen natürlich. Mit gut 30, 45 Schuss, je nachdem. Einsetzen. Repetieren. Abzug drücken. Was passiert? Es tut sich nichts. Warum? Zwischen Magazin und Hop-Up haben wir einen Schacht, wo die Kugeln sich jetzt drinnen befinden. Die werden durch die Feder in euer Magazin in diesen Schacht reingeschoben und verbleiben da jetzt erstmal. Da sind jetzt gut 30, 25 Kugeln drinnen. Bedeutet für euch, aus euren 45 Schuss, die ihr gerade befüllt habt, werden jetzt nochmal 30 abgezogen. Heißt, ihr kommt jetzt auf 15 Schuss, die jetzt noch im Magazin drinne sind. Magazin wieder raus, nochmal befüllen, weil ihr habt ja jetzt immer noch diese 25, 30 Kugeln hier in dem Schacht drinne. Bedeutet, jetzt nochmal Magazin befüllen, Magazin einsetzen und dann drückt die Feder weitere Kugeln nach in den Schacht rein, sodass wir wirklich den Druck zur Unit oben haben und dann können wir die Waffe ja abfeuern, hört sich jetzt dumm an. Schießen. Schießen ist ein gutes Wort. Also das hätte man durchaus irgendwie anders lösen können. Befassen wir uns jetzt mit den Unterschieden S&T ST338 gegen das Ares AW338. Die Unterschiede kommen jetzt.
zum ST338. Verbaut sind Plastikpisten und Springguide. Das AW338 allerdings hat einen Aluminiumpisten und Springguide. Beide Waffen sind natürlich VSR-10 kompatibel. Eine mehr, eine weniger. Zum ST338. Trigger Unit, Zylinder, Zylinderhead und Hop-Up sind nicht VSR-10 kompatibel. Beim AW338 von Ares ist lediglich die Trigger Unit nicht VSR-10 kompatibel. Ein Vorteil hat das ST338 aber. Wir haben hier die stabilere Triggergruppe verbaut, mit 4 Schrauben statt 2. Den Punkt für die Internals bekommt also das Ares AW338. Meiner Meinung nach das A und O für ein Scharfschützengewehr. Ich will das ST338 natürlich jetzt nicht totschlecht reden. Einige Sachen stimmen mir dran wirklich. Das ist die Verarbeitung einmal und die Optik. Verarbeitet ist das Ganze wirklich hundertprozentig sauber. Da hat S&T wirklich saubere Arbeit geleistet. Und aussehen tut das Ganze natürlich auch gut. Funktionieren tut auch alles, was funktionieren soll. Es bleibt alles an Ort und Stelle, also robust das Ganze. Was mir jetzt nicht so gut gefällt, klar, die Internals. Nach mehrmaligem Gebrauch gehen die kaputt. Das ist einfach so. Generell, wer als Scharfschütze unterwegs ist, der weiß, mit einer Out-of-the-Box-Sniper wird, das geht in Hose. Außer jetzt, ich würde sagen, bei Tokyo Marui, da kann man die schon Out-of-the-Box spielen. Aber sowas, das Teil schreit nach Tuning und das muss auch getuned werden. Jetzt, wie wir hier noch hören, hören wir das, die Kugeln, die hin und her rollen. Das ist das Kugeldepot, wovon ich eben noch gesprochen habe. Also wirklich da auch so eine Sache. Es ist wirklich so eine Sache. Und für den Preis von, wie viel waren es, 349 Euro, da kann man sich was Besseres von kaufen. Ganz ehrlich. So, ihr habt meine knallharten Fakten gehört. Das war's dann jetzt auch von mir. Am Ende folgt jetzt nochmal der kurze Schusstest. Joris, GSP Airsoft. Macht's gut. Das Ding ist ganz schön schwer, da muss ich mal ganz kurz ablegen, weil sonst kriege ich einen steifen Arm, du. Wir wollen ja nicht, dass noch was anderes steif wird hier.